Ich darf Ihnen kurz das Forschungszentrum für Organisationsforschung vorstellen, auf Englisch Organization Studies. Wir beschäftigen uns mit Organisationen. Organisationen sind sehr vielfältig. Hauptsächlich, wir bekommen im Wesentlichen von einer betriebswirtschaftlichen Fakultät, sind aber ein interdisziplinäres Forschungszentrum, auch mit Forscherinnen und Forschern von anderen Fakultäten. Aber wir beforschen nicht nur Unternehmen, sondern eben auch größere Organisationen und kleinere Organisationen. Perro spricht zum Beispiel von einer Organisationsgesellschaft, in der wir uns befinden. Und das ist das Thema, das wir uns anschauen, was bewegt Organisationen, welche Anforderungen werden von der Gesellschaft an Organisationen gestellt, welche, sagen wir mal, Zieldivergenzen gibt es zwischen Mitarbeitern, den Zielen von Mitarbeitern und den Zielen von Organisationen. Das sind so im Wesentlichen die Problematiken, welche Krisen, welche Dysfunktionen gibt es in Bezug auf Organisationen, was bewirkt eine Gesellschaft der Organisationen, das sind so einzelne Themenbereiche. Wie wir uns organisieren, selbst als Organisationsforschung, wir haben ein Forschungskolloquium. Jetzt laden wir zum Beispiel den Chris Deyert aus St. Gallen ein. Wir haben immer ein Forschungskolloquium mit unterschiedlichen Vortragenden, einerseits von der Universität Innsbruck, als auch mit Gastvortragenden, und versuchen dort einen permanenten Dialog zwischen den einzelnen Forschungsgruppen herzustellen. Und ich darf vielleicht ganz kurz auf die Forschungsgruppen auch eingehen. Eine Forschungsgruppe um Julia Brandl beschäftigt sich zum Beispiel mit Fragen der Erwartungen der Gesellschaft an Organisationen. Sie beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit Diversität bei Stellenbesetzungen eine Rolle spielt. Warum haben wir zum Beispiel in Führungspositionen weniger Frauen als Männer? Welche Rolle spielen dabei Stellenanzeigen? Ein zweiter Themenbereich ist der Themenbereich Transparenz. Das heißt, inwieweit wird Transparenz eingefordert? Inwieweit ist Transparenz notwendig und wird auch eingefordert von, sagen wir mal, denjenigen, die Organisationen führen, als quasi gouvernementales Konzept, ist natürlich notwendig. Zum Beispiel ist auch Rechnungswesen eine Form der Transparenz. Auf der anderen Seite ist Transparenz auch ein emanzipatorisches Konzept, das Räume für einen Diskurs kritisch über Ziele, auch über Entscheidungen in Organisationen ermöglicht, nachzudenken. Und insofern geht es da um die Figur der Parisier, des Wahrsprechens in Organisationen von Michel Foucault. Das ist die Arbeitsgruppe rund um Richard Weißkopf, die sich mit diesen Thematiken beschäftigt. Eine dritte Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit hauptsächlich Kultur, Expertinnen und Kunstorganisationen und mit der Frage, inwieweit diese Organisationen, also welche Konsequenzen die Ökonomisierung des Umfeldes für diese Organisationen hat, zum Beispiel Auswirkungen von New Public Management, zum Beispiel Schlagworte wie Creative Industries oder Kulturökonomie. Und dort gehen wir bzw. beschäftigen wir uns mit den Konsequenzen dieser gesellschaftlichen Entwicklungen. Und in einer weiteren Arbeitsgruppe geht es um den Bildungsbereich, um zum Beispiel um die Frage, inwieweit Praktika dazu beitragen, dass gesellschaftliches Wissen weitergegeben werden kann, welche Vorbereitungen, welche Nachbereitungen im Lehrbetrieb getätigt werden müssen, wie eine theoretische und praktische Ausbildung zusammenpassen. Und in einem aktuellen Schwerpunkt, in einem letzten Schwerpunkt, den ich kurz erwähnen möchte, geht es um ein größeres Projekt, das wir im Employer Branding Bereich machen, wo es um die Frage der Co-Kreation von Arbeitgebermarken geht. Auf der einen Seite aus dem Leitbild eines Unternehmens heraus und auf der anderen Seite auch, sagen wir mal, im Dialog des Unternehmens mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und einen neuen Impuls erwarten wir uns von einer Verstärkung im nächsten Semester. Ab 1. Februar wird Leonhard Dobusch zu uns stoßen und dann auch noch einmal sozusagen organisationstheoretisch andere Konzepte einbringen und auch die bestehenden Forschungsrichtungen befruchten.